Hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Above Snakes. Ja, wie ihr seht, irgendwie hat's das Präriefeld kaputt gemacht. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Aber es sind soweit jetzt die Weltenstücke alle da, die ich bereits platziert hatte. Genau, wir wollten ja eigentlich hier unten das nächste Teil hinpacken, aber das funktioniert nicht, weil wir halt keine Kombination aus Seeebene und Prärie haben. Und dann muss ich da eben halt dann die Tage nochmal umbauen, aber das mache ich jetzt dann nach der Folge. Also ich würde jetzt gerne erstmal gucken. Oh, meine Schwiegermutter. Moment. So, jetzt ist alles weg. Cool. Ach nee, jetzt ist wieder alles da. Ach, Gott sei Dank. genau, also jetzt gucken wir mal. Wir müssten ja hier den wir müssen ja am Kartografietisch das eine Weltenstück noch freischalten. Dafür haben wir das Feld jetzt endlich besorgt. Yay! Und freigeschalten haben wir es auch. So, guck mal. Jetzt gucken wir mal. Da wird es gehen. Ist halt super weit weg, ne? Also das ist schon nicht ganz so. Wie rum machen wir es denn? Ich glaube so rum. Dass das Zelt, das große Zelt, dass das dann da ist. Ja, das gefällt mir. Sehr schön. Okay, jetzt ist es wieder dunkel. Dann gehen wir jetzt nochmal eine Runde schlafen und hoffen einfach, dass nichts passiert. Ich mache mir meine Augen zu und denke mir so, ah, bitte nicht. Schön. Herrlich. Okay. Gut. Dankeschön, Spiel. Jetzt essen wir ein bisschen was, ne? Ach, das ist noch roh. Okay, also das hat er nicht mehr gemacht. Da hat er dann nichts mehr fertig gebracht. Ah, wir waren noch nicht bei Mr. Creed, würde ich sagen. Oh, schade. Der Stör war halt schon cool, ne? Okay, pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt den Blaubarsch schon mal mit. Das haben wir jetzt also noch nicht gehabt. Gut zu wissen. So, okay. Dann schnappen wir uns mal die Angel. Und dann werden wir auf dem Weg. Genau, das war ja das. Genau, ich wollte ja eigentlich dann nochmal rechts rumgehen, nachdem wir ja links rumgegangen sind. Aber das ist okay. Oh, eine Forelle. Okay. Ich bin gespannt. Oh, einmal können wir noch. Blaubarsch. Genau, er hat ja gesagt, je mehr Blaubarsche wir bringen, desto besser wird's. So, das heißt, wir werden dann einfach mal gucken, dass wir jetzt auf dem Weg nach unten. Ich meine, das Dorf läuft uns ja nicht weg. Das ist ja jetzt da, ne? Dann machen wir nachher einfach auf dem Rückweg den Weg über Stark, sagen ihm Bescheid und gehen dann rüber zum Dorf, ne? Und dann. Oh, ich bin so gespannt. Ich will gar nicht aufhören, ne? Ich möchte gern so vieles wissen, was da jetzt noch kommt und. Oh, mega. Also, ich habe mich ein bisschen gespoilert. Ich habe beim Voucher ein bisschen zugeschaut und also tatsächlich weiß ich ein bisschen, was noch auf uns zukommt und ich bin so gehypt. Das ist so cool. Ja, großartig. Und ich meine, ich mag ja sowieso, ich bin ja eh ein Fan von Sammeln, Grinden, einfach nur, ja, machen, 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 machen. Mega. Schön. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier, da, ein neues Weltenstück ist bereit. Juhu, noch eine Forelle. Genial. Aber den Stör werden wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal kriegen. Sehr, sehr schade, muss ich gestehen. Den hätte ich echt gerne noch mitgenommen. Pass auf, ich werde das jetzt mit dem Mr. Crude nicht nochmal vorlesen. Ich werde einfach nur durchseppen, weil, ja, wer es nochmal hören will, darf gerne nochmal in die Folge vorher gucken. Aber das finde ich jetzt sonst einfach wenig Wasser, finde ich jetzt dann schon irgendwie quatschig, da das alles nochmal vorzulesen und. Meine Stimme wird es mir danken. So. Okay. Nochmal. Oh. Nee, jetzt Stopp 5, aber. Danke. Hallo. Ein Fellchen, ein Geweihchen und ein Fleischchen. So. Dann angeln wir hier gleich nochmal ein bisschen. Vor allen Dingen können wir dann den Blaubarsch und sowas gleich alles abgeben, ne? Das, was wir jetzt dabei haben. Ach genau, da konnte ich ja noch nicht, deswegen, das war das, wo ich gesagt habe, das funktioniert noch nicht mit dem Umbau, weil da muss ich die Prärie erst umbauen. Okay.
Da müssen wir, muss ich dann erstmal schauen, dass ich genau die Prärie nochmal ein bisschen umsetze. Da brauche ich Tinte. Okay, für Tinte brauche ich dann Blaubeeren und Federn. Alles klar. Dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Gell? Ein bisschen was an Federn habe ich, aber ich glaube, wir brauchen in Zukunft auch nochmal welche. Auch wegen den Pfeilen. Ne? So, den einen oder anderen Pfeil brauchst du dann ja doch noch. Aber gut. So ist das Spiel halt, ne? Sammeln, 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 sammeln. So. Sehr schön. Genau. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Rostiger Remington. Öffnen. Schlüssel. Juhu. Und guck mal, hier können wir auch nochmal angeln. Wenn wir sowieso dabei sind, ne? Ein neues Weltenstück. Oh, noch ein Blaubarsch. Sehr gut. Und noch ein Lachs. So, Mr. Crude. So, sind Sie Mr. Crude? Ja, bin ich. Bringen Sie mir das Fischen bei. Mache ich. Ah, ich habe eine Angelrute. Perfekt. Wo kann ich Fische finden? Na, da und da. Was kann Sie mir über diese Region sagen? So und so. Verabschiede dich. Und jetzt müsste ich ja eigentlich annehmen. Genau, und jetzt... Oh, guck mal. Wasser und Wald. Das ist interessant. Zeige ihm deine Angelrute. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Ah... Sie haben es geschafft, eine Angelrute herzustellen. Nicht ganz die Qualität, die ich gewohnt bin, aber moja, es erfüllt ihren Zweck. Lassen Sie mal sehen, wie viele Blaubarsche Sie haben. 3 Blaubarsche. Was für ein fantastisches... Es ist echt wenig, ne? Ich tausche diese Lachs gegen die, die ich neulich gefangen habe. Wäre das okay für Sie? Okay. Gerne, also gut. Bitteschön. Haken, Schnur und Köder. Wenn Sie die Fische zubereiten wollen, vergessen Sie nicht, sie zuerst auszunehmen. Niemand mag Fischdärme. Ja, ich mag generell keinen Fisch, aber egal. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie Fische tauschen wollen. Okay. Durch Ware stübeln. Ich bin einfach nur neugierig. Ah, da ist er. 120, ne, müsste ich für den bezahlen. Das ist echt krass, ne? Forelle, Schlüssel, Lederschuhe. Aber ich glaube, die habe ich, ne? Ne, ich habe noch keine Lederschuhe. Okay, aber ich würde sie mir nicht kaufen, weil ich kann sie selber herstellen. Cool. So. Wollen wir mal reingehen? Schlaf benötigt. Okay, durchsuchen. Seil. Okay. Voll gemein eigentlich, ne? Dass wir da einfach so schießen. Rostiger Remington. Hm. So, jetzt gucke ich nochmal. Ah, guck mal, da ist Wasser und Wald. Okay, interessant. Aber echt so viele Wälder anfangen, das irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht so cool, ne? Aber was ich anfangen könnte wäre... Oder sollen wir hier gleich das Schneegebiet machen? Oh, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Nee, da geht's nicht. Oh, das gucke ich mir dann nochmal an. Dass, wenn ich das sowieso bearbeiten muss... Dann gucken wir uns das nochmal an. Ich nehme jetzt gleich nochmal ein paar Blaubeeren mit, um Tinte herzustellen. Und wie gesagt, wir müssen nachher ja dann auf alle Fälle noch das Paket wegbringen. Und dann kann ich mal gucken, dass ich ein paar von den Blaubeeren dann einfach auch verkaufe. Ne? Nur 2 Stacks oder sowas. Weil es wird die Zeit kommen, da werde ich mich garantiert nicht mehr von Blaubeeren ernähren. So viel steht schon mal fest. Kann man da eigentlich wieder weiter angeln? Jetzt wird es Abend. Ja, dann kümmern wir uns jetzt erstmal so ein bisschen um unser Essen. Zack, kochen. Kochen. Genau. Ach, das ist dann auch bloß so eine Mahlzeit. Ja, aber das ist okay. So. Genau, und die müssen wir ja erst ausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn hier drinnen in einem Fisch? 3. Und in einem Wels? 3. Blaubarsch habe ich nicht mehr. Forelle, da könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein großer Schmackhafter. Okay, naja.
So, dann machen wir hier mal die Fische. Ich bin gespannt, was wir irgendwann noch alles kochen können, ne? So, jetzt haben wir auf alle Fälle erstmal genug an Essen. Perfekt. So, was trinken. Oh, kann ich eventuell, warte mal, pass mal auf das da. Oh, ich habe keinen Fisch mehr und kein Fleisch. Wieso habe ich kein Fleisch mehr? Ich dachte, ich hätte noch Fleisch. Na gut, habe ich nicht mehr. So, F ist Essen. Perfekt. Gut, dann gucken wir mal. So, jetzt wird es ja dunkel. Oh, Stiefel. Ich wollte mal gucken, was ich für die Stiefel brauche. 2 Leder. Aber es ist jetzt bloß 1 Leder, ne? Genau, weil die Lederstreifen haben wir ja. Ich brauche nochmal 1 Leder, alles klar. Das kriegen wir irgendwann auch noch hin. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nochmal schlafen. So. Achso, Tee. So. Naja, guck mal, ne? Schon so einiges an Essen da. Cool. Das brauchen wir jetzt eigentlich im Moment auch nicht mehr. Verschiedenes, das ist jetzt auch nichts mehr. Da sind nochmal Federn. So, dann stellen wir mal eben schon mal nochmal ein bisschen Tinte her. Die brauchen wir dann nämlich, um eben die Weltenstücke wieder zu machen. Ne? So, Vorteile. Befestigung. Ich habe da gar nichts im Moment ausgewählt, ne? Oh, okay. Da gibt es ja. Erhöhe die Stufe. Okay. Befestigung. Verstärkt deinen Unterschlupf, deine maximale Gesundheit. Wetzstein schärft deine Waffe. Dein Nahkampfschaden wird um 3 erhöht. Verstand um. Okay. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal die Gesundheit. Aber ich glaube, das kann man dann immer ändern. So. Schön. Okay. Wollen wir die hier gleich mal freischalten? Ich glaube, die schalten wir gleich mal frei. Dann haben wir das hinter uns. Dann sind die einfach verfügbar. Und dann kann ich dann nachher auch noch mal ein bisschen besser damit arbeiten. So, jetzt haben wir das dann. Kann ich hier drüben... Ach so, ich habe jetzt noch nicht angefangen, weil ich erst noch gucken wollte. Okay, so, dann gehen wir jetzt zu Stark, geben das Päckchen ab, ne? So, der muss ja hier irgendwo sein. Wir können eigentlich... Sollen wir nochmal Pilze mitnehmen? Ja, wer weiß, wofür wir die dann noch brauchen. Und vielleicht kann man daraus ja dann doch nochmal irgendwas Gutes machen. Kann ich eventuell... Ah, schade, das geht leider nicht. Oh, da war ich jetzt weit genug weg. Das ist ja cool. Oh, krass, ich kriege ja gar keinen Schaden mehr. Das ist ja geil. Okay, na du, das ist fantastisch. Ein neues Weltenstück. Juhu! Oh, und wir nehmen die Bambis gleich mit. Genau. Hallo? Boah, okay, das, So, 20 Pfeile später stellte sie fest, dass das Quatsch ist, wie sie es angeht. Ach, Kiralein, Kiralein, Kiralein. Da ist schon wieder so ein Hase mit Geweih. Hallo? Danke. Hab mich schon gewundert. So, einmal Fell und einmal Quatsch. Einmal Fleisch und einmal Fell. So, Geweih. Oh. Nein. Jetzt. So. Gut.
Ja, hallo, Kleiner. Wuff, wuff. Bauchstreicheln. Oh, wir mögen das. Ich weiß. Er wedelt mit dem Schwanz. Ja, aber ich würde gern gehen. Danke. Bogensehne. Ach, noch eine Bogensehne? Aber ich habe doch erst eine gehabt. Hm. Hast du das Päckchen zum Handelsposten gebracht? Vergiss nicht, dass ich irgendwann herausfinden werde, ob du es abgegeben hast oder nicht. Jedenfalls danke ich dir für deine Hilfe. Hm, wie nett. Draußen habe ich ein altes Sägeblatt, das ich nicht mehr brauche. Vielleicht kannst du es ja irgendwie nutzen. Ui! Sehr gerne, Mister. Sehr gerne. Öffnen. Oh, ein Schädel. Ui! Guck mal. Ein paar. Sehr schön. Einfach mal so einen kleinen Zombie mitgenommen, ne? Gut, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Da drüben müssen wir hin. Oh, und da ist auch ein Anbindepfahl, ne? Kann das sein? Das ist cool. Da flitzen wir jetzt mal hin. So. Hallo, guten Tag. Tatsächlich. So, erstmal ausrauben, weil das gehört sich so. Feuerholz. Okay. Etwas zerstören? Nee, warum sollte ich das zerstören? Das ist ja Blödsinn. So. Hi, Stammesoberhaupt. Hallo, junge Ayana. Wie ist es dir ergangen? Es geht mir gut. Ich bin froh, das zu hören. Hast du schon mal mit Cheyenne gesprochen? Wir hatten hier in Kacheda in letzter Zeit ein paar Probleme. Nein, das werde ich als nächstes tun. Wenn du das kannst, dann geh bitte und sprich mit ihr. Wir werden deine Hilfe brauchen. Sehr geheimnisvoll. Was ist da los? Steine. Och, so ein Quatsch. Haufen durchsuchen. Ui, ein Fell. Ah, guck mal da. Ich kann mir Schuhe herstellen. Ah, ich habe keine Schuhe, oder? Nein, ich habe keine Schuhe. Ich habe keine Schuhe. Jetzt habe ich Schuhe. Ich muss sie nur noch anziehen. Ja, cool. So schaut's aus. Wir können auch eine Kette herstellen, ne? Aber ich weiß gar nicht genau. Da. Faulige Zähne und ein Seil. Kritische Trefferrate. 2% erhöht. Okay. Büchsenmacher, Amboss, Schmelze, Säge. Ja, das ist das halt als nächstes, ne? So, gucke mal. Was ist hier? Öffnen. Federn. Ja, Federn nehme ich gerne, ne? Hallo. Streicheln. Ja, du süßes kleines Pony. Alle Pferde sind für mich Ponys, auch wenn es keine Ponys sind. Hey, Ayana, es ist schön, dich zu sehen. Willkommen zurück in Kacheda. Wie ist es dir ergangen? Oh, immer die gleichen Fragen, ne? Mir geht's gut. Das freut mich zu hören. Die Wildnis kann ziemlich rau sein, aber zum Glück kennst du dich aus. Hier draußen war es in letzter Zeit sehr schwierig. Irgendetwas ist mit den Tieren der Wildnis passiert. Sie sind viel aggressiver geworden. Ich habe sogar schon Tiere gesehen, deren Augen so grün und hell wie ein Flussstein waren. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Ich selbst weiß es nicht. Es ist aber sehr, sehr seltsam. Vielleicht kann dir der Älteste mehr darüber sagen, was so ein Verhalten bei Tieren auslösen kann. Aber zuerst muss ich dich um einen Gefallen bitten. Gibt es etwas also, womit ich dir helfen kann? Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt da diesen Wolf, der im schneebedeckten Wald lebt. Ich kannte diesen Wolf gut und er war immer freundlich, wenn wir uns trafen. Aber ich fürchte, dass auch sie betroffen ist. Als ich sie das letzte Mal sah, leuchteten ihre Augen grün und sie biss mir fast in den Arm. Den Arm ab. Bisschen mehr als nur anknabbern. Sie ist zu einer Gefahr für die Natur und für uns geworden. Also müssen wir tun, was nötig ist. Aber der Wolf lebt im schneebedeckten Wald, wo es sehr kalt ist. Warst du schon im Schnee? Nein. Nein, ich bin noch nicht in die Kälte gereist. Brauche ich etwas, um das zu tun? Oh, wenn ich dir in den Schnee gehe, wird es mir immer sehr schnell kalt. Aber ich bin auch nicht wirklich an das kalte Wetter gewöhnt. Ich weiß aber, wie man Stiefel herstellt, die dich für eine Weile warm halten sollten. Einige Leute am Rande des Eissees wissen allerdings, wie sie sich vernünftig von der Kälte schützen können.
Vielleicht bringen sie dir auch bei, wie man richtige Kleidung herstellt. Möchtest du, dass ich dir zeige, wie man diese Stiefel herstellt? Ja klar, warum nicht? Das wäre toll. Also, um diese Stiefel herzustellen, brauchst du ein paar Felle, etwas Seil und Harz, um sie richtig zusammenzukleben. Du kannst die Stiefel in der Gerberei draußen herstellen. Okay. Ich plündere mal eben deine Kisten, ja? So, und jetzt möchte ich nochmal fragen, Frage nach dem Pferd. Ich habe draußen ein Pferd gesehen. Ist das deins? Oh, du meinst unser Pferd, Hiale. Sie ist so hübsch, nicht wahr? Sie wird von uns allen genutzt. Du kannst sie auch gerne reiten, wenn du möchtest. Biete ihr einfach eine Karotte an. Ach, deswegen Karotten. Wir haben auch ein Pferd und eine Anbindepfahl zu verkaufen, falls du Interesse daran... Ja! 200 Münzen, geht's? Oh, geht's noch? Vielleicht zahlt jemand einen vernünftigen Preis. Ich weiß es nicht, aber... Ah, Gott, ich brauch... Ich will... Ich kann doch jetzt nicht den ganzen Honig verkaufen. Das funktioniert doch gar nicht. Also 200 Münzen ist eine ganze Menge. Da muss ich jetzt erstmal mich ein bisschen drum kümmern, dass das... ja, dass wir da auf alle Fälle... ein bisschen vorankommen. Okay, so, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Okay, genau, hier haben wir den Anbindepfahl, da haben wir den Anbindepfahl. Ja, dann wäre es hier natürlich echt gut. Aber ich muss gestehen, es wäre schon schön, wenn wir dann auch hier ein bisschen weitergehen. Wie wäre es, wenn wir dann doch anfangen, das Schneegebiet dann hier hinzupacken? Kann ich... Birkenwald. Okay. Ich glaube, ich würde gerne hier... mit dem Schnee anfangen. Und jetzt hat es sich schon wieder aufgehängt. Echt jetzt? Nee. Ach, komm schon. Ah, das tut jetzt schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Also jetzt ist ja dann doch mit dem gespeicherten... Scheibenkleister. Okay, passt auf. Ich werde es nicht aufgeben, das Spiel, weil das macht einfach zu viel Spaß. Ich, muss jetzt meine Kleinigkeit essen. Ich habe nämlich langsam echt Hunger. Es tut mir leid, dass es halt wieder bloß eine 20-minütige Folge ist. Ich habe es aber leider nicht in der Hand. Ja, das ist einfach das Spiel. Weiß nicht, ob der Computer vielleicht so lange lief. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt so machen, dass ich das Spiel nochmal neu starte und dann so weit vorangehe, bis ich wieder am gleichen Punkt bin. Ja, also ich gehe dann jetzt nochmal zum Dorf hin, gebe das Paket beim Stark ab, hol mir das Sägeblatt und wir treffen uns dann im Prinzip wieder, ja, da siehst du schon das Blaue. Nee, ihr seht es tatsächlich nicht, weil es vom Desktop ist, aber genau, wir sehen uns dann wieder. Ich bin dann bei meiner Hütte und ja, werde dann mit euch zusammen die Welt dann fertig machen. Ne? Ich werde die anderen Teile ja auch noch abreißen müssen. Viel zu tun, aber egal, ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich. Es wird super lustig. Tut mir leid, dass es jetzt wieder so enden musste, aber naja. Early Access Spiel, das gehört dazu. Ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Mir mal wieder ein Mitleidsdäumchen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.